Okay, es geht weiter nach dem abrupten Ende. Nein. Ich musste nur kurz was machen. Hier, Frissraketen. Nochmal. Okay, komm. Fast die Hälfte haben wir bei ihr. Scheiße, okay. Was? Ich hab gerade jemanden. Hier, über die Hälfte haben wir. Was? Was? Willkommen. Ja klar. Und so. Willkommen. Den hab ich noch, den hab ich. Komm, den hab ich. Verdammt. Okay. Ich stimme ein bisschen dämlich an. Krass aus. Und ich hab's. Das war knapp. Ich hätte sowieso gewonnen, aber trotzdem. Habt ihr immer noch nicht genug? Ich glaube, das genügt. Diese ich bin der Kurbas konnte ihren wahren Mut beweisen. Red, du bist echt cool drauf. Der Bruno, den ich einst kannte und respektierte, existiert nicht mehr. Ich glaube, ich habe auch etwas, auch was ihn betrifft, meine Schuldigkeit getan. Der Rest liegt an euch, ihr lieben kleinen Kühlgeister. Ciao, ciao. Wie jetzt? Red, wir müssen uns beeilen. Wohin ist Bruno verschwunden? Endlich geht es mir. Diese Gehirn haben mir jetzt ganz schön viel Ärger gemacht. Die Kristallsteine, das Amulett, endlich ist alles mein. Mächtige Fellbille, er hat es schon gefunden. Der Wahnsinn muss aufhören, bitte. Aufhören? Ich weiß über alles Bescheid. Merville wollte nicht, dass ich von dieser Beschwörungsformel erfahre. Aber ich werde derjenige sein, der zuletzt lacht. Fuhrhofer. Wovon redet ihr überhaupt? Diese Worte, die Beschwörungsformel, dürfen niemals laut ausgesprochen werden. Es existiert nicht nur das Gedicht des Schlafs, des Lares versiegelt, sondern auch ihr genaues Gegenstück, nämlich die Beschwörungsformel. Bekannt als das Gedicht des Erwachens. Übertreib doch mit dem Schreien. Von dem Leben des Opfers, nun mit dem Amulett verschweint. Lares, höre mein Flehen, labe und erwache, labe dich und sei frei. Warte mal, der Amulett ist mit Red verbunden, oder? Oh, scheiße. Oh, ah. Erwache. Okay. Oh. Scheiße. Lares, erhebe dich. Mal los.
elende Hund. Okay, ich muss das nicht sagen. Der Schrei hat schon alles gesagt. L. Lächle für mich, ja? Das kann ich nicht. Bitte, geh nicht. Und er starb. Nein, ey, was ist passiert? Ich glaube, wir sind zu spät gekommen. Die Erschütterung von Laris Erwachen hat das Schiff beschädigt. Na und? Jetzt ist doch sowieso alles aus. Ey, Laris ist vollständig erwacht. Das ist alles meine Schuld. Und ich bin auch daran schuld, dass Red tot ist. Wer ist an was schuld? Hä? Er hat überlebt? Das war doch mal episch. Red, Red, bist du es wirklich? Aber wie? Du lebst? Du bist wirklich am Leben, oder? Offensichtlich dachtest du etwa, ich sei tot? Unmöglich ist er etwa. Aber lassen wir das, machen wir uns an die Arbeit. Zu der Sache, warum Red überlebt hat, kommt noch später eine Story dazu. Nach der Hauptstory kommt noch eine andere Story dazu. Wie man es heute dreht und wendet, die Situation ist ziemlich aussichtslos. Sobald Laris vollständig erwacht ist, kann er nicht mehr zerstört werden. Aber es wäre zumindest möglich, ihn zu versiegeln. Wie meinst du das? Man müsste in Laris Inneren eindringen und dies benutzen, um seinen Kern zu zerstören. Was ist das für ein Ding? Das ist eine Powerzelle. Ich hatte so eine ursprünglich entwickelt, um Laris endgültig zu zerstören. Ist das überhaupt möglich? Ja, wenn der Kern zerstört wird, während Laris in einem halb erwachten Zustand ist. Aber jetzt, wo Laris vollständig erwacht ist, können wir ihn ebenfalls temporär versiegeln, wie bei den Opferritualen? Woher weißt du das alles? Ich werde es dir erklären, sobald wir Laris versiegelt haben, falls wir es überhaupt schaffen. Um die Powerzelle zu benutzen, brauchen wir die 3 Kristallsteine und das Amulett. Und die befinden sich in diesem Augenblick zusammen mit Bruno im Laris Inneren. So weit, so gut, aber wie komme ich da rein? Durch das Arschloch? Ich glaube, ich könnte uns ziemlich dicht rein ranfliegen. Wahrscheinlich ist das unsere einzige Möglichkeit. Seid ihr irre? Ich fliege so dicht wie möglich an die mit der Asmodeus dran und werfe da alles auf Laris hinab. Jetzt können wir noch ein paar Quests machen. Ich dachte aber... Okay, ich hab da nichts. Wie sieht's mit der Bibliothek aus? Ey, alles sieht ja gut aus. Das sieht alles gut aus. Ökologien brauche ich noch mehr. Mit vielen Leuten reden. Ich rede auch von vielen Leuten. Nächstes Ziel. Ich wusste es doch. Irgendwie muss es Queste geben. Ich wusste es irgendwie. Darum Insel. Ich habe es einfach gewusst. Dass dieses Spiel noch nicht so schnell vorbeigehen wird. Hier sind die Queste, die du annehmen kannst. Neuer Herausforderer. Red, ich möchte bei einem Rennen gegen dich antreten. Ich glaube, du kannst mir das spannende Rennen liefern, an der ich suche. Ich freue mich auf deine Antwort. Kassel? Er ist Kassel. Der Job verlangt ausdrücklich nach dir, Red. Frag Kassel nach dem Einzelheiten. Wer ist Kassel? Wo ist Kassel? Wer ist das denn? Der sieht doch cool aus. Sind Sie Kassel?
Ja, ganz recht, ich bin Lord Kasse, der schnellste Champion, den die Welt jemals gesehen hat. Heutzutage sind alle schon so langsam, keine Konkurrenz für mich. Ich habe mich zu Tode gelangweilt, bis ich dein Rennen sah. Da wusste ich, dass du die Herausforderung bist, nach der ich suche. Komm schon, stell dich auf der Rennstrecke und schnellsten Mann aller Zeiten. Du kriegst eine Belohnung, wenn du mich schlägst. Und noch mehr, wenn du meinen Bestzeit übertriffst. Mein Bestzeit beträgt 2 Minuten 10. Na, wie sieht's aus? Das fragen sie noch. Ich werde ihnen zeigen, was knallere Geschwindigkeit ist. Dann haben wir einen Deal. Kannst sofort losgehen? Ja. Auf zum Rennkurs. Ich werde dich schon noch lange lernen, wer von uns beiden der Schnellste ist. Okay. Okay, dieses Rennen darf ich nicht verlieren. Dieses Rennen darf ich nicht verlieren. Nicht wie gegen Waffel. Ach, verfickte Scheiße, noch die gleiche Strecke nochmal. Okay. Okay, ich kenne die Strecke auswendig. Ich darf keine Fehler leisten. Ich muss deine Rennstrecke übertreffen. Wieso ist er gerade nach rechts gegangen? Ich habe das gar nicht gemacht. Okay. Schreit da rum. Wartet. Okay, warte. Ich versuche mal mit dem Steuerkreuz zu lenken, vielleicht geht das dann besser. Okay, es läuft besser mit dem Steuerkreuz. Ich weiß jetzt nicht, warum er da stehen geblieben ist, aber ich... Okay, komm. Ich das noch? Ey, das hätte ich niemals geschafft. Was jetzt? Ach so, okay. Wir sehen uns im gleichen wieder.